Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen, ja, kleinen eskalativen DM-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Grund für meinen DM-Haul? Vielerlei Gründe. Naja, im Prinzip war es, ich plane ein Tauschpaket mit meinen DM-Favoriten, mit der lieben Nathalie Nordbeauty. Verlinke dir mal hier oben ihren Kanal, kannst du gerne mal vorbeischauen und sie schon mal prophylaktisch abonnieren, denn sehr, sehr bald wird das Tauschpaket dann auch auf die Reise geschickt werden und auch sie wird dann quasi ihr Tauschpaket an mich schicken und ich werde mein Tauschpaket an sie schicken und dann werden wir das auspacken und so weiter. Dann kannst du schon mal abonnieren und sie ein bisschen kennenlernen, bevor das Tauschpaket online kommt. Außerdem war ich beim Frauenarzt und danach muss ich mich grundsätzlich belohnen und schwierigerweise relativ nebenan ist nun mal ein DM. Ja, gut. Wir fangen jetzt einfach mal an, okay? Ich habe auch tatsächlich ein paar Limited Editions entdeckt, die ein bisschen anders sind. Zum Beispiel diese Taschentücher von Soft und Sicher. Das ist eine Limited Edition mit Katzen. Ja, ich hätte es noch cooler gefunden, wenn das tatsächlich Hunde gewesen wären. Aber die Limited Edition mit den Mopsen, also mit den Hunden, gab es ja letztes Jahr, glaube ich. Und dieses Jahr gibt es dann halt die mit den Katzen. Fand ich auch irgendwie ganz süß und ich brauchte tatsächlich welche. Also bot sich das ein bisschen an. Fand ich ganz niedlich, ne? Also du hast hier halt diese Katzenmotive mit drauf. Ziemlich lässige Katzen mit Krönchen, mit Sonnenbrille, mit allem Zip und Zap. Es sind Taschentücher, Claudia. Halt sie nicht so lange in die Kamera. Eine weitere Limited Edition habe ich entdeckt und zwar bei Klopapier, denn auch das brauchten wir. Es hat sich gereimt und das ist super. Und das ist diese hier. Das ist ja, halt einfach die sommerliche Limited Edition. Und da sind Flamingos drauf und Lotusblütenblätter. Und hier haben wir dann auch so Muscheln drauf abgebildet. Meet me at the beach steht hier drauf. Naja, wenn du wenigstens auf der Toilette sitzt und daran denken kannst, in Urlaub zu fahren und das eigentlich nicht tust, immerhin etwas. Und ja, Palmen sind da drauf. Es ist ganz gut, ne? Es ist halt Klopapier. Ja. Die Zeiten, wo Klopapier im Hype war, sind nun mal vorbei. Und jetzt kommen wir halt zu der Tüte, die doch etwas schwerer ist. Das ist diese hier, die habt ihr auch schon im Thumbnail gesehen. Da ist ein bisschen mehr drin, ne? Gut, ich fange erstmal an mit Hundeleckerlis, denn auch die Nathalie Nordbeauty hat tatsächlich einen kleinen Hund bei sich zu Hause. Und auch wenn wir ein Tauschpaket machen, darf er nicht vergessen werden oder vielmehr sie. Und da habe ich die Heldenmahlzeit 100% pures Huhn, 100% Herz. Das ist das hier, das ist die Eigenmarke von DM. Und ja, da gibt es halt Hundeleckerlis von, die finde ich ganz gut, weil die halt wirklich natürlich sind. Und das finde ich einfach auch recht wichtig, ne? Das finde ich ganz gut. Und ja, da kann man eigentlich nichts mit falsch machen, wenn man das von denen hier holt. Da gibt es auch noch diese hier von, die habe ich auch geholt. 100% pure Pute, 100% Hals. Also ja, ich glaube, dass ihr Hund ein bisschen kleiner ist als Sammy. Dementsprechend könnte es vielleicht ein bisschen zu groß sein, aber man kann es notfalls klein schneiden. Ja, den Scheren und sowas hat man ja auch wohl zu Hause. Und sowas ist eigentlich eine ganz gute Geschichte für Hunde. So. Dann hat der kleine Mann oder die kleine Frau auch ein bisschen was zu tun, während sie dann das Tauschpaket auspackt. Ich brauchte tatsächlich noch so eine Packung Kosmetiktücher. Also das benutzen wir tatsächlich ganz normal beim Essen, um sich den Mund abzuwischen oder so. Das ist die Family Box Taschentücher Recycling. Ob jetzt Recycling oder nicht Recycling macht beim Naseputzen oder wo auch immer keinen Unterschied. Und dann kann man doch einfach die Recycling-Variante nehmen, meine Meinung. Und das habe ich getan. Das ist die Family Box mit 160 Stück. Das ist dann dementsprechend auch noch ein bisschen günstiger, weil du ja mehr Produkt in der Box drin hast, ne? Fand ich einfach praktisch und ja, das Design ist langweilig, aber es ist da und es ist okay, finde ich. So, die liebe Nathalie Nordbeauty wird von mir bekommen, die BH Cosmetics 1991 Palette, weil das einfach meine absolute Lieblings-Lidschattenpalette aus der Drogerie ist. Leute, die ist so, so gut. Ja, definitiv. Also ich feiere Alicia Marie total. Ich feiere auch dieses Produkt. Du bekommst einfach nirgendwo so günstig eine so gute Qualität von
schönen matten Tönen in Kombination mit Duochromes, die einfach zuhauf in dieser Palette vertreten sind. Ich habe sie selber auch und ich finde sie großartig und deswegen kann ich sie auch nur empfehlen, auch wenn ich weiß, dass Natalie eigentlich eher so der Mensch ist, die nicht so die mega bunten Looks mag oder so, aber du kannst hiermit auch tatsächlich sehr, sehr, ja, zurückhaltende Looks schminken, ne? Also wie gesagt, ich habe sie selber bei mir auch und du kannst da auch Alltagslooks mit schminken, wenn du halt wirklich dich mehr so in diesen nudigen Farbtönen aufhältst und dann so ein bisschen was nur aufs bewegliche Lid gibst. Das ist eine ganz, ganz tolle Palette und deswegen musste die einfach mit. Genau. Etwas, was ich gekauft habe, weil es neu war, glaube ich, oder reduziert, ich weiß nicht, ist von BH Cosmetics die Golden Twilight Palette. Das ist diese hier und die habe ich tatsächlich zweimal gekauft, denn einmal kannst du die in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Das heißt, die hier wird zur Seite gelegt, denn die ist für die Verlosung und das hier ist dann meine. Da wird es auch demnächst dann einen Look zu geben, den werde ich dann auch sehr, sehr gerne schminken und ich entferne jetzt einfach mal diese Diebstahlsicherung, um einfach mal reinzuschauen. Ich habe sie natürlich auch im Laden gesehen. Bei uns ist es so, ich weiß gar nicht, ist der DM, wo ich war, in NRW? Ich glaube schon, weil wir so an der Grenze NRW-Niedersachsen wohnen. Genau, ne? Da gab es die halt und witzigerweise waren die Preise teilweise bei den Produkten günstiger als die Preise, die man so im Onlineshop hat. Fand ich extrem merkwürdig. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Ich habe mir nämlich eine Einkaufsliste geschrieben, wo ich mir auch die Preise dazu geschrieben habe, weil ich ja beim Tauschpaket zum Beispiel eine finanzielle Grenze habe. Und genau, deswegen musste ich das safe aufschreiben und habe dann im Laden gemerkt, dass sie teilweise sogar einen Euro günstiger waren oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt die Umverpackung entfernt. Das ist halt dann auch sehr wahrscheinlich eine etwas dunklere Palette, weil Twilight, ne, das sagt ihr allein schon, der Name der Palette und die sieht schön aus. Das sind diese kleinen Fändchen und ich schaue mir hier mal ein paar Töne einfach an, die wir jetzt einfach mal swatchen werden. Ich werde mich vor allem auf die Schimmertöne hier konzentrieren, weil ich einfach denke, Schimmertöne sind am coolsten. Genau. BH Cosmetics, ne? Die haben ja so eine Qualität, Leute. Das war ja... Boah. Dieser Grünton. Also dieser Grünton passt gerade sehr gut zu meinen Nägeln. Das ist schon mal hammermäßig. Dieser Ton hier, das ist ja, ne, MacLub oder so heißt der, glaube ich. Der Dupe-Ton quasi dazu. Dann schöner Goldton, schöner Schimmergrauton ist das auch irgendwie. Also super spannend und ich finde einfach die Qualität sehr, sehr toll. Der Grünton ist jetzt nicht so intensiv, wie ich ihn erwartet hätte. Also nicht so langsam so lange vom Swatch, ne? Aber schöne Farbe. Also da werde ich meine Freude mit haben. Da freue ich mich extrem drauf, die zu verwenden. Und ja, ne? Wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich sie verwenden. Dann habe ich mir nachgekauft von Nexalotte fliegenfrei Mülltonnenhänger, denn ja, wir haben unsere Biomülltonne jetzt letztens extrem ausgespült. Wir hatten nämlich leider dann doch Fliegenbefall, sage ich jetzt mal ganz blöd dazu. Aber es ist ja auch nur 3 Monate wirksam und ich hatte das safe länger als 3 Monate schon drin. Also von daher ist klar, dass irgendwann muss man es austauschen und ja, deswegen wird es jetzt demnächst in unsere Mülltonne reinkommen. Ein weiteres Produkt, was für mich ein absolutes Must-Have aus der Drogerie ist, ist hier von Dove das Creme Douche Peeling mit Macadamia und Reismilch. Gibt es tatsächlich auch mittlerweile in anderen Geruchsrichtungen. Habe ich jetzt auch gerade unter der Dusche stehen mit Granatapfel und irgendwas anderem. Habe ich aber noch gar nicht verwendet, weil ich das heute Abend das erste Mal verwenden werde. Ja, aber das hier ist eins meiner absoluten Lieblingsdrogerieprodukte. Also wenn mich jemand fragt, Claudia, was sind deine Lieblingsdrogerieprodukte, ist das eins davon? Dann die Alicia Marie Lidschattenpalette und dann noch ein paar andere Sachen, die wir hier gleich in diesem Haul sehen werden. Ja, dann habe ich mir noch nachgekauft, oh, gleich fällt hier alles runter, von Antikal Kalkreiniger mit Febreze Fresh Duft. Ja, Haushaltsprodukte gehören einfach auch dazu, wenn ich beim DM einkaufen gehe. Weil manchmal bekommt man die Produkte dort halt auch einfach ein Stück weit günstiger, weil man dann irgendwelche Rabattaktionen hat oder weil teilweise Payback-mäßig da irgendwelche Punkte großartig zu holen sind. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann ladet euch auf jeden Fall die DM-App runter. Dann könnt ihr entweder vergünstigt im Onlineshop einkaufen oder dort vor Ort dann den Code scannen lassen oder meldet euch bei Payback an. Da bekommt ihr auch immer richtig gute Cashback-Aktionen. Also
Es ist euch frei überlassen. Ich mache beides tatsächlich parallel und gucke einfach, was gerade am günstigsten ist. So, dann habe ich mir noch geholt, weil ich in dem Moment, wo ich da war, einfach Hunger hatte, von DM Bio Knabbertiere mit Sesam. Ich fand die einfach süß. Ich brauchte irgendwas Niedliches, Leute. Ich kann nicht anders. Dann habe ich mitgenommen Regelschmerzpflaster SOS. Das sind einfach diese hier. Ich habe jetzt die von Fassell, heißen die, glaube ich, ne? Von Rossmann auch getestet. Die fand ich sogar noch einen Tick besser, aber ich komme halt demnächst nicht mehr unbedingt zu Rossmann. Und deswegen durften halt die hier jetzt von DM mit. Ja, von SOS halt, ne? Die sind halt auch ganz gut. Das sind mindestens 12 Stunden Wärmepflaster. Die machst du dir halt entsprechend dort auf die Stelle, wo es krampft, wo es wehtut. Tiefenwärme hast du damit bei. Du kannst es dir auf die Kleidung machen. Also das ist ein bisschen anders als bei denen von Fassell. Die machst du dir direkt auf die Haut. Und das hier ist, glaube ich, nur auf der Kleidung. Genau, und nicht direkt auf die Haut. Ja, finde ich aber angenehm, ne? Also ich finde es auch viel angenehmer, das zu verwenden, wenn ich zum Beispiel auch im Büro bin, als wenn ich mit einer Wärmflasche rumlaufe, was ich theoretisch machen würde, wenn ich die nicht dabei hätte. Dann habe ich noch mitgenommen Tage ohne Chemie von TOC, eine Menstruationstasse, und zwar in der Größe S. Ab und an darf man die einfach mal austauschen. Ich habe ja noch eine da, die ich mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so geholt habe. Die benutze ich, die koche ich immer wieder ab und habt ihr dann wieder ready to use, sage ich jetzt einfach mal. Die habe ich jetzt einfach mal ein bisschen kleiner geholt, einfach um zu gucken, ob ich die einfach angenehmer empfinde. Ich weiß es nicht. Ich finde die, die ich habe, auch angenehm, aber ich wollte es einfach mal in S auch ausprobieren. So. Dann habe ich noch mitgenommen die Balea Gel Schuhpads, weil die einfach klasse sind. Die sind super, super angenehm. Damit kannst du einfach safe einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend in hohen Schuhen laufen. Es ist so ein bisschen wie auf Wölkchen, wenn du die halt in den Schuhen drin hast. Und immer wenn ich High Heels trage, dann habe ich die auch in meinen Schuhen drin. Und also im Prinzip ist alles in meinen Schuhen dann so mit Gelpolstern ausgepolstert, damit meine Füße nicht absterben. Ja, und das gehört einfach dazu. Es ist eine gute Geschichte. Dann habe ich mir noch ein paar Masken mitgenommen, beziehungsweise eigentlich eher fürs Tauschpaket. Einmal von Balea die Beauty Therapy Folientuchmaske für strahlende Schönheit. Die habe ich auch schon mal verwendet und die finde ich extrem gut. Ja, die hat mir gut gefallen. Das ist eine, die ist, glaube ich, von außen mit dieser Alufolie. Jedenfalls sieht das so aus. Und von innen hat die so ein schwarzes Vlies, was schön mit Feuchtigkeit durchtränkt ist und was die Haut halt auch wirklich zum Strahlen bringt. Also das hilft, das finde ich gut. Das ist eine glättende und intensiv feuchtigkeitsspendende Pflege mit Juvenessenz und Duo-Hyaluronsäure. Ja, es ist einfach schön und ich bin ein Maskenjunkie. Natürlich habe ich auch meine absolute Lieblingsmaske mitgenommen, weil, Leute, ganz ehrlich, wenn ich ein Tauschpaket mache, wo ich meine DM-Favoriten reinpacke, gehört die da einfach auch mit rein. Die Neutrogena Hydro Boost Maske für intensive Feuchtigkeit. Das ist so eine zweigeteilte Maske und die ist einfach so geil. Ich finde die super. So, dann habe ich noch mitgenommen von Yessa Intimpflege Waschlotion, sensitiv und parfümfrei mit Aloe Vera und Milchsäure. Ja, ne? Das ist einfach für den Intimbereich, um da halt nochmal für Frische zu sorgen. Ja, gerade wenn man jetzt so im Sommer ein bisschen mehr schwitzt, dann ist es einfach ganz angenehm, wenn man einfach über den Tag mal unter die Dusche hüpft und sich dann auch einfach mal überall fresh macht. Ja, dann habe ich, oh, hier fällt gleich alles runter, noch Fensterköderstreifen mitgenommen. Mein Freund hat nämlich Fenster geputzt hier und deswegen müssen wir die Fenster fliegen, Streifen hier neu machen von Profissimo. Das sind 12 Stück. Die halten 6 Monate, beziehungsweise bis du das nächste Mal die Fenster putzt. Ne? Und ja, die werden jetzt einfach bei uns wieder in den Fensterrahmen geklebt. Das hilft bei uns ganz gut. Gerade diese kleinen Fruchtfliegen, die verschwinden damit einfach ganz gut. So, noch ein bisschen mehr für den Haushalt habe ich mitgenommen. Lebensmittel, Motten, Falle, Dreieck. Ja, das sind 2 Fallen hier drin. Ich habe letztens erst welche beim Action mitgenommen und die sind sehr gut besucht, um das mal so zu sagen. Also Wahnsinn. Ich stand übrigens davor. Es gibt entweder diese Lebensmittelmottenfallen oder es gibt die Kleidermottenfallen. Welche würdet ihr empfehlen, wenn die Motten im Wohnzimmer sind? So. Oder wenn die Motten im Badezimmer sind. Denn da ist tatsächlich halt ganz normal, wenn ich das Fenster aufhabe, dass Viecher reinkommen. Oder hier zum Beispiel. Hier habe ich ja nichts zu essen. Naja, jetzt wohl, aber, ne, und auch in dem Sinne ja keine Kleidung. Ich glaube, da ist der gleiche Kram drin. Also dementsprechend habe ich mir jetzt hier die Lebensmittelmotten mitgenommen, Fallen mitgenommen und werde die einfach dann aufstellen. Und ich denke, das ist den Motten relativ egal, ob draufsteht für Lebensmittel oder für
Kleidung, oder? Ja, die werden so oder so reinfliegen. Ich werde euch auf jeden Fall darüber berichten. Dann habe ich noch mitgenommen von Balea das Wasserspray Aqua. Pure Erfrischung für Gesicht und Körper. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte jetzt im Sommer. Mache ich mir entweder gerne so über den Tag aufs Gesicht oder auf die Beine, wenn ich einen Rock anhabe oder ein Kleid oder so. Es ist einfach super angenehm. Und das kannst du sogar zur Make-up-Fixierung verwenden, ne? Also selbst dafür. Ich glaube, Özlem, die schwört darauf, El Anelo, die ist ja auch total begeistert davon. Also dementsprechend werde ich das auch mal austesten, ob man das als Make-up-Fixierung auch gut verwenden kann. Dann habe ich mitgenommen, Haferdrink, weil ich vertrage ja nicht so die Kuhmilch, ne? Da kann ich nicht so ultra viel von trinken. Und deswegen wollte ich mal ein paar Alternativen ausprobieren. Da habe ich jetzt von DM Bio den Haferdrink Natur mitgenommen. Das ist dieser hier. Bin ich sehr gespannt, ob der mir schmeckt und ob ich den dann entsprechend auch nachkaufen werde. Und dann habe ich auch noch Mandelmilch entdeckt. Die habe ich aber von Shea mitgenommen. Hafermilch gab es irgendwie gar nicht von Shea, aber Mandelmilch, also die gab es schon, aber es war halt ausverkauft, ne? Und das ist ungesüßt, ohne Zucker und vegan. Und bei Shea ist es so, dass du ja mit dem Kauf dann auch irgendwas immer unterstützt. Also irgendwo bist du halt auch mit dabei. Hier, jedes Shea-Produkt spendet ein gleichwertiges Produkt an Menschen in Not. Genau. Das heißt, hier würde ich dann theoretisch auch noch eine Packung Milch an Menschen in Not spenden. Das finde ich ganz gut. Ja, hier steht dann auch noch so ein bisschen mehr Informationen dazu. Und ich finde einfach das Konzept von der Marke sehr, 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 sehr charmant. Gut, dann habe ich mir noch meine Sanotag Bihilfe-Tabletten mitgenommen. Das ist einfach gut für Haut, Haare, Nägel. Dann nehme ich morgens 5 und abends 5. Und das hilft mir einfach. Ne? Das hilft, dass meine Haare einfach besser wachsen. Das hilft mir auch, also bei allen Haaren, ja. Aber nicht so intensiv jetzt wie bei Haarvitaminen oder so. Ne? Aber es stärkt halt meine Haare und es lässt irgendwie mich empfinden, dass alles besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Und das ist natürlich, also von daher, kannst nichts mit verkehrt machen. So, dann hatte letztens mein Freund mir gesagt, dass er, also ihm war schwindelig bei dem Wetter. Und mir passiert es tatsächlich auch öfters mal. Und deswegen habe ich einfach zweimal, einmal für ihn und einmal für mich, Dextro Energy mitgenommen, den Klassiker. Und das kannst du ja nicht nur verwenden, wenn du halt lernen möchtest oder wenn du dich konzentrieren willst, sondern halt auch, wenn dir einfach schwindelig ist. Und deswegen fand ich das ganz gut. Durfte dann auch mit. So, dann habe ich mir noch etwas mitgenommen. Ja, ne, Erdbeerwoche hatte ich in dem Moment, wo ich halt entsprechend bei DM war. The Female Company 18 Bio Tampons in Mini läuft bei dir. Ohne Chemie angebaut, in Papier verpackt. Eine Box versorgt eine Frau in Not. Das fand ich einfach charmant, dass man halt mit dem Kauf und sowas dann gleichzeitig halt auch jemanden unterstützt. Und das habe ich mir jetzt einfach mal in der kleinen Variante mitgenommen. Normalerweise verwende ich ja die Menstruationstasse, aber manchmal verwende ich dann noch zusätzlich, also vielleicht so am Anfang oder wenn es halt am Auslaufen, also am, wenn die Tage halt zu Ende gehen, einfach mal einen Tampon, ne? Und da war ich einfach ein bisschen gespannt drauf und wollte mir die mal angucken. Ich glaube auch, dass wir die sogar mal irgendwo in der Box mit drin hatten als Probe. Genau, die ist halt hier so in Papier verpackt. Das ist halt nicht jetzt mit Plastik oder so und dann hast du da halt einen Tampon drin. Ja, finde ich ganz praktisch, ne? Ist halt ein Tampon, glaube ich. Was willst du da jetzt groß zu sagen? Gut, dann habe ich noch ein Parfum mitgenommen. Das ist halt auch fürs Tauschpaket, ne? Ich wollte jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsparfum reinlegen, nämlich La Vie Belle, sondern da habe ich einfach den Luftzwilling geholt und zwar von Larive, Queen of Life. Und das ist halt, ne, von dem Lancôme La Vie Belle, der absolute Zwilling. Und ja, Eau de Parfum wollte ich dann entsprechend mit reinlegen, weil das ergibt Sinn. So, dann habe ich noch zwei Geschenksets geholt für irgendwann ist ja auch Weihnachten, Leute. Ich weiß nicht, ob die sogar reduziert waren. Ich weiß nicht. Das hier habe ich einmal mitgenommen. Das ist das Pure and Soft Set mit Bodylotion, Duschpeeling und Duschcreme. Finde ich immer ganz hübsch. Das kann man auch einfach so mal verschenken. Und ich bin auch einfach so ein Mensch. Ich habe immer gerne so ein bisschen was hier zu Hause für unvorhergesehene Geschenke. Das ist merkwürdig, aber es ist so. So, dann habe ich noch mitgenommen dieses Geschenkset. Das ist so merkwürdig. Meeresrauschen von Alverde, Pflegedusche, Körperfluid und frisches Spray mit Meersalz und Bio-Lotusblütenextrakt. Das fand ich einfach ansprechend und deswegen durfte das mit. War halt auch nicht so super teuer oder so und deswegen habe ich das auch einfach mal in meinen Einkaufswagen gelegt. So. Ich wollte übrigens auch gerne da einen Live-DM-Haul machen, weil der DM da, wo ich war, halt auch so mega schön ist von innen, ne? Aber ich durfte leider nicht. Naja, gut, dann habe ich noch zweimal mitgenommen, einmal für mich und einmal fürs Tauschpaket, meinen Lieblingsconcealer und zwar den Instant Anti-Age Löscher von Maybelline und den habe ich beide Male in der Farbe 01 Light mitgenommen.
Ich finde den einfach super. Der creased nicht, der ist Preis-Leistungs-Verhältnis technisch auch vollkommen in Ordnung und ich finde den einfach gut. Mir gefällt der. Und deswegen habe ich den zweimal mitgenommen. Dann habe ich noch mitgenommen, meine Lieblingsmascara aus der Drogerie tatsächlich, von Catrice, die Glam & Doll Boost Mascara. Die finde ich nämlich so klasse, weil ich meine, die Glam & Doll, die kennen wir ja. Wir kennen auch die Glam & Doll in Waterproof. Aber diese Glam & Doll Variante macht halt auch noch zusätzlich, während du deine Wimpern tuscht, dass deine Wimpern, also dass das Wachstum angeregt wird. Sprich, das ist eine wimpernverlängernde Mascara. Und die macht das wirklich. Also ich habe die auch eine ganze Zeit lang nur verwendet, also dann auch ganz normal in meinem Alltag, ne? Und da brauchte ich kein zusätzliches Wimpernserum. Denk mal drüber nach. Fand ich ganz cool. Ich glaube, die ist sogar irgendwie dann mit Rizinusöl oder sowas. Irgendwas war da. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Steht hier nicht. Premium-Inhaltsstoff für Wimpernwachstum ist da mit drin. Ja. Okay, dann habe ich noch mitgenommen mein Lieblingsprimer. Das ist von Catrice, der Tensational. Der macht einfach 10 wundervolle Dinge. Und deswegen kann ich den auch sehr empfehlen. Auch mein Lieblings-Eyeliner habe ich mitgenommen von Trended Up, den Ultra Shine Eyeliner Pen in Waterproof. Das ist ein Filzstift-Eyeliner, der echt gut hält und auch schön malt. Dann habe ich einfach, weil alle die empfohlen haben und ich mir die nie gekauft habe, jetzt habe ich sie mir gekauft, die Bodycreme Copacabana, pflegt und verwöhnt mit Acai-Öl und Cupuazu-Butter. Und das ist für jede Haut und das soll ja so ein Dupe zu der Bum-Bum-Cream sein, aber dann irgendwie doch nicht so sehr danach riechen. Was ich interessant finde, weil ich mochte die Bum-Bum-Cream vom Duft her nicht so ultra gern. Jetzt rieche ich mal das erste Mal dran und die riecht angenehm. Oh. Oh, die riecht wirklich angenehm, das gefällt mir. Das muss ich mal austesten. Also ich werde auf jeden Fall von berichten und ich habe mir da auch 2 Stück von geholt, falls es dann doch mein Favorit wird, dass ich da auf jeden Fall entweder ein Backup von habe oder falls ich sie schnell genug verwende, dass ich sie noch eben schnell ins Tauschpaket schmuggeln kann. Ich muss es mal kurz runterstellen, denn ich habe keinen Platz mehr auf meinem Tisch. Ist aber auch nicht mehr so viel drin. Ich brauchte noch eine Marmelade. Mittlerweile habe ich mir selber eine gemacht aus den Brombeeren aus meinem Garten. Aber egal, zu dem Zeitpunkt habe ich eine gebraucht. Das ist die DM Bio Sauerkirsche Fruchtaufstrich Marmelade. Und deswegen durfte die einfach mal mit, weil ich brauchte eine Marmelade. Dann musste noch mit von DM Bio die Schokocreme Milch und Nuss Nougat. Die habe ich ja mittlerweile sehr lieben gelernt und hole ich nur noch anstatt von Nutella. Und ich weiß gar nicht, ob die gesünder ist oder so, aber sie ist auf jeden Fall Bio. So, und dann habe ich noch 2 Produkte. Einmal von Garnier Fructis, das fliegende Banana Hair Food, was ich auch aktuell unter meiner Dusche habe und was ich absolut liebe. Finde ich so, so geil. Deswegen safe, eins meiner Lieblingsprodukte. Und ein Nagellack von Essie, das ist der Ballet Slippers, der Klassiker überhaupt, würde ich mal so sagen, oder? Das ist auch einer meiner absoluten Lieblinge. Produkte bei DM. Leute, das war mein DM-Haul und hier fliegt jetzt schon wieder eine Motte rum. Ich sag's euch, ich muss hier safe so ein Mottenaufsteller-Fima hinstellen. Alter, ist die groß. Okay, bevor sie mich jetzt hier gleich attackiert, denn das Fenster ist hier offen, ne? Ich bin auch ein Eumel, dass ich das Fenster hier einfach offen lasse. Egal, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum ich mir so eine Mottenfalle geholt habe. Wie gesagt, denkt an die Verlosung und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!